Jesus Christus an der Arbeit unter uns. So ein Geschenk, dass man das erleben darf. Liebe Verwandte, liebe Bekannte, liebe Eltern, liebe Freunde von diesen Täuflingen, schön habt ihr euch einladen lassen zum heutigen Gottesdienst. Fühlt euch wohl hier in unserer Mitte, kommt bald wieder und erlebt, das kann Gott auch in deinem Leben tun. Ich bin auch froh für all diejenigen, die für heute, für diesen Gottesdienst gebetet haben. Lange Zeit war nämlich der Wetterbericht nicht so, wie es jetzt ist. Es war Regen gemeldet und ihr habt mitgebetet und Gott hat eure Gebete erhört. Ich wünsche euch, Täuflinge, weiterhin einen Taufgottesdienst, wo Gott, Jesus Christus, euren Gehorsamschritt so bestätigt, wenn ihr vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugt, ich gehöre ganz kompromisslos, hundertprozentig zu Jesus Christus, dass das Gott mit Segen beantwortet und euch weiter bestätigt auf eurem Glaubensweg. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, du müsst nicht Angst haben, Predigt geht es nicht noch lang, weil ich habe schon vermutet, dass es ein bisschen länger geht. Matthäus 10, die Verse 26 bis 33. Matthäus 10, die Verse 26b bis 33, darüber möchte ich gerne eine Predigt halten. Und wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne in seiner persönlichen Bibel auch mitlesen. Da steht: Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf der Kanzel, also da steht auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt, darum fürchtet euch nicht. Ihr seid viel besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt, wie ihr es gemacht habt, vor den Menschen, den will ich auch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen, vor meinem himmlischen Vater. Jesus Christus spricht hier in unserem Bibeltext zu seinen Jüngern, zu den Menschen, die in seine Nachfolge berufen wurden oder zu Jesus Christus gebracht wurden. Und diese Jünger, die waren mit Jesus Christus unterwegs und haben da ganz verschiedene Dinge erlebt. Sie haben miterlebt, wie Jesus Christus Wunder tun kann, Wasser in Wein verwandeln kann. Sie haben miterlebt, wie Jesus Christus den Tempel gereinigt hat. Sie haben miterlebt, wie Besessene frei wurden von ihren Gebundenheiten. Sie haben miterlebt, wie Blinde plötzlich wieder sehen konnten. Und am Anfang vom Kapitel 10 kann man nachlesen, wie Jesus Christus diese Jünger genommen hat und gesagt, geht hinaus, erzählt den Menschen, das Himmelreich, Jesus Christus ist euch nahe herbeigekommen. Sie sollen Buße tun und tut Wunder. Aussätzige sollen gesund werden. Besessene sollen befreit werden von ihren dämonischen Belastungen. Und die Jünger gingen. Und sie erlebten Widerstand. Und deshalb hat Jesus Christus ihnen vorausgesagt, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch reden soll. Und man hat es gemerkt. Ich habe euch noch vorgewarnt, dass ich dann in euren Zeugnissen aufweinen muss. Und so ist es gewesen. Zum Glück habe ich es nass durchbeamen können. Wenn man spürt, das ist jetzt die Wahrheit. Und wenn man spürt, das ist nicht der Matthias gewesen, heute denken. Das ist Jesus Christus an der Arbeit, dann klingt in uns etwas an. Entweder muss man weinen oder mir regt sich auf. Und ich hoffe, bei euch ist es auch so gewesen, dass es emotionell berührt und dass man sich nicht darüber ärgert.
Deshalb habe ich diesen Bibeltext gewählt. Hier steht als erstes, was Jesus Christus seinen Jüngern sagt. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt. Ihr habt es nicht auf dem Dach gepredigt, weil da ist eine Baustelle, sondern ihr habt es gepredigt auf der Kanzel. Alles kommt einmal ans Licht. Jede Internetseite, die man besucht hat, kommt einmal ans Licht. Alles, was man geredet hat, kommt einmal ans Licht. Jeder Gedanke kommt einmal ans Licht. Jede Tat kommt einmal ans Licht. Und wie länger, dass ich Pastor bin und wie älter, dass ich als Pastor werde, kann ich bestätigen, tatsächlich, früher oder später kommt alles ans Licht. Spätestens auf dem Sterbebett. Hoffentlich aber nicht erst im jüngsten Gericht, das uns beschrieben wird in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Sprüche, der König Salomo sagt uns, wer die Sünde verheimlichen will, dem wird es nicht gelingen. Schön, dass ihr da auch wie weiss gekleidet da vorne höcklet. Neben mir und mit mir zusammen nervös. Jetzt bin ich nämlich dran, damit nervös sein. Das ist mir einfach, weil hier geht es um die Wahrheit und mit eurem weiß gekleidet sein bezeugt ihr. Tatsächlich, es macht so frei, es macht so glücklich, wenn alles an sich kommt. Das ist doch gar nicht schlimm, das ist doch schön. Denn wir haben eine wunderbare Botschaft, eine rettende Botschaft, eine Hoffnung für alle. Da gibt es Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der ein sündloses Leben hier auf dieser Erde gelebt hat. Und er ist nicht gekommen, um uns anzuklagen, sondern um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Oh, ich hoffe, dass dieser Gottesdienst uns alle motiviert und ermutigt, darf auch in deinem Leben alles am Licht sein. Jetzt werden ja die Tage wieder kürzer und darum habe ich hier mein Velolicht mitgenommen, das darzustellen. Alles ans Licht befreit. Alles ans Licht macht schon auch emotionell. Und nur der Mensch ist bereit, alles ans Licht zu bringen, der weiß, der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat nach einem sündlosen Leben alle Sünden auf sich genommen. Und noch mehr, er hat die Strafe für diese Sünden am Kreuz von Golgatha getragen. Und er ist nach 3 Tagen auferstanden und er möchte Licht in unser Leben bringen. Schön habt ihr das bezeugt, wie Jesus Christus euch Licht gebracht hat in euer Leben. Nicht leicht, sondern Licht. Es ist nicht immer leicht, mit diesem Licht unterwegs zu sein. Aber es lohnt sich, mit diesem Licht unterwegs zu sein. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Wir wollen dazu stehen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, der mit seinem Licht so in unser Leben hineinscheinen kann, dass er dann auch noch gleich anschließend putzen kann. Dass wir in einem Gebet Jesus Christus unsere Sünden bringen können und sagen, Herr Jesus, komme du in mein Leben. Hilf mir, mein Leben so zu gestalten, wie es dir gefällt. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, die da sitzen, die euch Böses tun am Arbeitsplatz oder in Nachbarschaft. Wisst ihr, heute an diesem Tag bezeugen uns mindestens 200 Millionen Christen, wie sie unter Christenverfolgung in Nordkorea, in Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, Sudan, Jemen, Iran, Indien. Und wenn wir taufen, muss ich euch als ehemaliger Emmentaler, jetzt bin ich auch Stadt Bern, schon daran erinnern, dass wir noch gar nicht so lange so taufen dürfen. Der letzte Täufer ist in Sumiswald, wo ich auch Prediger war, umgebracht worden, 1571. Es sind noch keine 500 Jahre, da, wenn man sich so hat taufen lassen, musste man den Bauernbetrieb loslassen, musste man die Familie, wurde man verbannt aus dem Kanton Bern. Dass wir heute so frei und unverboten zusammenkommen können, ist ein Privileg, ein Geschenk. Und dass du mit dabei bist, dass du nicht Covid-19 hast, dass du heute gesund sein kannst, das ist ein Privileg, unverdiente Gnade, such.
was Jesus Christus dir heute geben möchte. Er möchte dir begegnen. Fürchte dich nicht vor dem Menschen, sondern fürchte dich vor dem allmächtigen Gott, der einmal entscheidet, ob wir im neuen Jerusalem sind oder ewig getrennt vor Gott. Was leitet uns? Die Menschenfurcht oder die Gottesfurcht? Die Taufe zeigt eigentlich sehr schön, dass uns die Gottesfurcht leiten soll. Oder Erarossede, kommt nur alle mit, wenn ihr es euch einrichten könnt. Am Nachmittag um 2 Uhr kommen diese Täuflinge auch. Und dann kommen sie total freiwillig, die werdet ihr sehen. Und niemand stoßt und niemand zieht und so, sie kommen total freiwillig zu mir ins Wasser. In das kalte Wasser, wenn wir dann schauen, wie die Temperaturen dort. Aber es regnet nicht. Und genauso haben sie sich total freiwillig, gottesfürchtig, hat Gottesfurcht sie berührt und sie wollen mit Gott unterwegs sein. Und dann umgibt sie das Wasser reinigend. Von zu oberst bis zu unterst, denn Jesus Christus kommt von zu oberst bis zu unterst alle Sünden reinigen, vergeben. Sie sind reingewaschen durch das Blut Jesu Christi nach 1. Johannes 1, Vers 7. Und wir wissen alle, die wir hier an der Aare wohnen und leben, das Wasser ist auch ein Todeselement. Und so bringt der Täufling zum Ausdruck, Römer 6, Vers 4, ich bin gegenüber der Sünde abgestorben. Ich will der Sünde nicht mehr dienen. Die Gottesfurcht soll mein Leben prägen, mehr als die Menschenfurcht. Ich habe keine Sucht mehr in meinem Leben. Ich will vollbrech für Jesus Christus unterwegs sein. Und dann nehme ich natürlich den Täufling, das wäre ja noch. Wenn er nicht da müsste, ich unter Wasser bleiben. Er kommt wieder hoch und bezeugt, was ich jetzt lebe, das lebe ich für den Herrn. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann tauft man den Täufling auf Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Denn Gott, der Vater, hat diese Menschen erschaffen. Er hat euch Mütter geschenkt. Nicht per Zufall, das gehört alles zu Gottes Plan. Er hat euch Väter geschenkt. Nicht per Zufall, er hat euch Geschwister geschenkt. Er hat schon gewusst, was er da erwählt hat, dass die euch begleiten dürfen. Und der Gott Vater, der hat euch lieb. Und dann Jesus Christus wird da erwähnt, denn ohne Jesus Christus hätten wir keine Chance. Er kam uns entgegen. Er starb am Kreuz von Golgatha. Und er ist unser erstgeborener Bruder. Und dann wird der Heilige Geist erwähnt. Denn ohne den Heiligen Geist können wir das Wort Gottes nicht verstehen oder nur falsch verstehen. Und dieser Heilige Geist versiegelt uns. Er beschenkt uns mit Charismen. Er beschenkt uns mit Gaben. Und dann begründet unser Bibeltext noch, warum wir da Gottes Furcht mehr haben sollen als Menschenfurcht. Kauft man nicht 2 Sperlinge für 1 Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Hier werden Spatzen und das Haar erwähnt. Jesus Christus kümmert sich also nicht nur um Hühner, um Kaninchen, um Meersäule und Kühe und Schnecken, sondern er kümmert sich so um die Spatzen, haben wir wirklich genügend. Also ich habe gefunden, warum werden da jetzt gerade die Spatzen, da haben wir wirklich. Also Jesus Christus kümmert sich sogar um das, was wir im Überfluss haben. Also Haar, ja, zwar dem haben es nicht mehr so im Überfluss. Jesus Christus kümmert sich darum, denn er weiß, wie viele Haare sich heute Morgen in unserem Kamm verhängt haben. Der interessiert sich bis ins kleinste Detail für uns. Deshalb fällt es uns doch leicht, wenn Gott jetzt letzte Nacht wusste, welche Spatzen von den Katzen geholt wurden, vom Marder, vom Waldkauz, da sind auch ein Parasiten gestorben. Der weiß das, der kümmert sich bis ins letzte Detail darum. Wenn du hier bist und Angst hast vor den Menschen, was können sie dir schon antun? Bitte, komm auch zu Gottes Furcht. Der kümmert sich sogar um deine Haare, die du noch hast. Und dann steht hier zum Schluss, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.
Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Himmel. Matthias, das macht Druck. Ja, stimmt. Wenn man es falsch versteht. Das ist ein Privileg. Das ist ein Vorrecht. Und nicht immer muss man mit Worten. Manchmal sind keine Worte lauter als x Worte. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das motiviert uns. Wenn wir wissen, Jesus Christus schaut bis aufs kleinste Detail auf uns, dann können wir gar nicht anders als jetzt. Ich habe ja ein riesiges Privileg. Seit Kindesbeinen an darf ich miterleben, wie da Menschen Zeuge sind von Jesus Christus, wie sie Jesus Christus bekennen. Und auch hier in dieser Gemeinde gibt es viele Leute, die machen das super genial. Und ich habe entdeckt, es gibt Menschen, von denen nimmt man das Bekennen von Jesus Christus sehr gerne an. Und da gibt es Menschen, die bekennen Jesus Christus, der wird am liebsten hinter der nächsten Hecke oder hinter der nächsten Haushecke verschwinden und nicht das Gefühl geben, dass du noch zu dieser Person auch gehörst. Ich mag mich erinnern, vor über 18 Jahren habe ich mit einem eifrigen Bibelschulkollegen, wollte ich Traktaten gehen und der ging direkt auf die Menschen ins Dorf, alles mit Wahrheit, alles mit Wahrheit. Habt ihr auch schon Jesus Christus kennengelernt? Wenn ihr Jesus Christus nicht kennt, das ist ganz gefährlich, da kommt ihr im Fall in die Hölle. Meine Güte, ich wollte gleich hinter den nächsten Hausecken verschwinden oder im Boden versinken. Das war alles wahr. Aber man muss nicht, also, wenn wir Jesus Christus aufgrund von Druck bekennen oder aufgrund, weil es von uns erwartet oder weil man eine christliche Karriere hat, ich sollte mir gescheiter schweigen. Wir bekennen Jesus Christus, weil wir nicht anders können. Unser Herz ist so voll. Uns wurde vergeben, deshalb müssen wir von Vergebung reden. Wir haben Frieden im Herz, deshalb müssen wir von diesem Frieden reden. Und das hat man ja gespürt, wie das echt da heraussprudelt. Und man merkt, man kann mir nicht anders, man muss von dem sagen. Und dann steht hier, weißt was, wenn du mit deinen einfachen Berner Worten oder zu Jesus Christus stehst, wird dich Jesus im Himmel auch bekannt. Wir sind also im Himmel bekannt, wenn wir dort ankommen. Weil Jesus Christus bekennt unseren Namen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wer zu Jesus steht, hat eine wunderbare Zukunft. Zusammenfassend wollte ich Folgendes sagen. Danke, Heidi. Jesus Christus bringt Licht. Alles ist am Licht. Liebe Leute, die ihr heute da seid, ist von deinem Leben alles am Licht, an der Sonne, auf dem Hügel Golgatha. Haben wir alle unsere Sünden Jesus Christus gebracht? Wenn dem nicht so sein sollte, heute haben wir gut Zeit nach dem Gottesdienst, während dem Brätler, der Taufius. Sucht euch einfach eine Person eures Vertrauens, steht zusammen, betet, bringt die Sache in Ordnung. Na, hopp, hopp. Nicht die Menschenfurcht, sondern die Gottesfurcht. Gott weiß um jeden Spatz. Gott weiß, ob ihr euch heute Morgen gekämmt habt oder nicht und wie viele Haare da sich verhangen. Er weiß um jedes Detail. Und wenn Gott dich doch so gut kennt, besser, oder hast du Torli zählt, also er kennt dich besser, als du dich selber kennst, wie wollen wir ihm da nicht vertrauen? Und wir wollen Jesus Christus bekennen, weil wir nicht anders können. Ich habe da ein Traktat gewählt, um das darzustellen. So nimm denn meine Hände und führe mich. Um das geht es, bis an mein Seligende. Und ewiglich. Um das geht es. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für die Täuflinge. Ich danke dir für diese Zeugnisse, was sie vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekannt haben. Sie haben alles am Licht. Und sie vertrauen dir, der du alles weißt, sogar die Zahl der Spatzen und auch die Zahl unserer Haare. Und Herr Jesus, wir wollen weiter gottesfürchtig unterwegs sein. Nein, wir sind nicht besser. Wir brauchen dich so sehr und wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben und gehört haben, was wir erlebt haben. Brauche uns für diese Stadt und bewahre uns weiter in dieser besonderen Zeit von Corona. Amen.